aber irgendwie ist mir das eigentlich auch egal, ob ich hier viel Dirt habe. Weil die, das dirtige Dirte, Dirten, Dirt bringt mir irgendwie nicht viel. Oh, jetzt muss ich hier nochmal. Es hätte so einfach sein können. Aber nein, man muss ja unbedingt versuchen, da ein Bett einfach mal so hinzustellen in die Gegend ohne Dach und ähnliches. Naja. Der Plan ging irgendwie nach hinten los. Oh, nein, wir. Hier würde ich jetzt mal kein Risiko eingehen. So. Jetzt. Ja, was denn? Es ist 20 Uhr. Besitzblockaden wollen Atomgegner den Castor-Transport in Deutschland aufhalten. Beim Damen-Riesentor auf dem Essen führt auf dem ersten Durchgang Elisabeth Görgel. Das Wetter wird morgen meist so. Das kann jetzt ja ewig dauern. Die Kohle. Komm, schnell. In Deutschland haben mehr als 1000 Menschen den Castor-Transport mit Atommüll blockiert. Ganz schlau. Die Polizei versucht, den Weg für den Transport aber freizuhalten und muss regelmäßig die Blockaden wieder aufheben. Nehmen wir natürlich auch wieder mit. Von Gorleben haben heute rund 25.000 Atomgegner friedlich gegen den Transport demonstriert. In Deutschland ist Ö3-Korrespondent Jonas Malovic. Ein spektakulär, dass die Atomenergie beschlossen gekommen sind, trotzdem tausende Menschen. Sie sehen das Problem auch nach dem Ausstieg noch nicht gelöst, denn 11 Jahre lang bleiben noch Atomkraftwerke in Deutschland am Netz und produzieren Nuklearmüll, für den es noch immer kein sicheres Endlager gibt. Deshalb wollen viele Aktivisten den Castor-Transport zumindest zeitweise aufhalten und das gelingt ihnen auch meist mit Sitzblockaden. Aber auch das gefährliche Abschottern wird heuer wieder eingesetzt und in der Schotter unter den Gleisen abgegraben. Die Polizei geht hart gegen die Aktivisten vor, aber der Transport verzögert sich von Stunde zu Stunde. Morgen sollte er eigentlich in Dannenberg eintreffen, wo die Behälter auf LKW umgeladen werden, um die letzte Strecke auf der Straße zurückzulegen. Es wird noch eine lange Nacht für die Castor-Gegner und für die Polizisten. Ich glaube, die Richtung hier müsste es sein, Bundeskanzler Werner Faymann schließt die umstrittenen Euro-Bonds nicht mehr kategorisch aus. Die gemeinsamen europäischen Staatsanleihen könnten der Weg aus der Schuldenkrise sein. Für Deutschland sind die Euro-Bonds aber keine Möglichkeit. Machen wir uns mal auf den Weg in die Richtung hier. Seit einer halben Stunde ist in Lake Louise die erste Herrenabfahrt der Saison im Gang. In Kanada ist Ö3-Sportreporter Daniel Rubowitz. Wir haben 15 Läufer im Ziel und derzeit eine französische Führung durch ADMT. Der sieht doch ganz nach dem Berg aus, oder? Oh nee. Bin ich wirklich da durch? Nee, oder? Nee, ganz sicher nicht. Wir haben kein Bett und dürfen uns jetzt hier oben irgendwie. Aber da wir ja jetzt schon mal kein Bett haben, können wir ja wenigstens hier mal das Schaf hier killen. Lassen wir den Frust hier einfach in dem Schaf hier aus. Ach, und hier gibt's ein Schaf. Schaf. Vielleicht findet man ja plötzlich irgendeine Höhle, die beleuchtet ist, was ganz unrealistisch ist und boah. Verreck. Verreck doch, du. Scheiß Schaf, Mann. Ach Gott, Schwein. Weinlein natürlich. Und ich glaube, da wir jetzt hier mal unseren Platz wieder suchen sollten, stelle ich jetzt mal einfach mal kurz auf Peaceful. Einfach mal kurz so dann.